Pressekonferenz nach dem Spiel SV Sandhausen gegen 1860 München. Zu meiner Rechten der Gästetrainer Ricardo Moniz, zu meiner Linken unser Co-Trainer Gerhard Kleppinger. Alois Schwarz kann leider nicht kommen. Während des Spiels hat ihn die Nachricht über einen Trauerfall in der Familie erreicht. Von daher sind wir in dem Moment mit unserem Trainer Alois Schwarz. Er wird vertreten durch Gerhard Kleppinger. Endstand 1:0, 5083 Zuschauer waren hier. Und der Gästetrainer hat als erstes das Wort. Herr Moniz, wie haben Sie das Spiel Ihrer Mannschaft über die 90 Minuten gesehen? Erstens tut mir sehr leid zu hören von mein Kollegen mit seiner Familie. Ich wünsche ihm viel Kraft. Glückwunsch mit die Sieg. Nou, wir haben alle Szenarios gehabt, aber so ein Szenario noch nicht dieses Jahr. Dass du gegen zwei Mann noch verliert in die letzten Minuten. Wir sind vorbereitet gewesen, dass Sandhausen ein sehr gute Mannschaft fast. Sicher gegen Aalen und Fürth haben sie zugeschlagen, sehr effizient. Nou, sie sind sehr kompakt. Sie haben uns als Initiativ gelassen, erste Halbzeit. Und aus eigenem Ballverlust, was später unsere Fallen war, sind immer die Counters gekommen. So eigene Ballverlust, een eigene Reihe, zu viele Leute vor die Ball. Hat für viel Gefahr gesorgt. Nou, da sind wir gut weggekommen. Und wir sind angefangen für die erste Mal. Im Stamm mit zwei Stürmern, Okoti und Rodri. Nou, das war eine Gewöhnungsphase. Dauernd die erste Halbzeit kam auch Rodri mehr im Spiel, setzt sich gut ab, lässt sich noch ein bisschen zu viel provozieren ab und zu, sodass es ein Gefahr für ihn. Nou, von die Seite waren wir mit Leonardo und Rama zu harmlos, fand ich. Mittelfeld, Stark und Eli Sanchez waren zu weit vor de Ball. Das war immer ein Counter gefahren. Auf Moment, als wir gut in die Restverteidigung gestanden haben, sicher nach die rote Karte, sind wir eigentlich drohender geworden. Weigel eingebracht, Adlung eingebracht. Ja, und dann musst du das Geduld aufbringen und ausspielen, dass du gegen een Überzahl, was für die Gegner immer ein extra Stimulans ist, toch ruhig zu bleiben. Nou, ich habe ein Tor gesehen von uns, ich weiß noch immer nicht. Waarvoor er dat toch niet zelt. Nou, en dan in een Überzahl situation, ik geloof een dreiging in twee laatste minuten. Dat wordt een als een Überzahl situation nog die gewinnen treffen dreinschießen kans. Ja, dat is katastrofaal. Dat darf niet passeren. Ik heb die mannschaft gezegd, du moest eng zo zomer blijven. Vrijdag is weer een spiel. Riesen enttäuschung voor ons om die drie punten mee te nemen. Und ja, wir sind wieder tot. Morgen müssen wir leider wieder aufstehen. Ich habe das vorher gesagt gegen Kaiserslautern. Da war es auch so ein Horrorszenario, aber gut. Ich habe wenig zu sagen gegen so ein Szenario. Nochmal Komplimente nach die Gegner. Gerhard, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass wir nach Anfangsminuten, wo wir ein bisschen Begleitschuss gemacht haben, dann sehr gut ins Spiel reingekommen sind, gut in die Zweikämpfe reingekommen sind, wir haben gut nach vorne gespielt. In der ersten Halbzeit vielleicht ab und zu mal zu kompliziert gespielt, um noch mehr Torchancen zu arbeiten. Aber wir hatten da auch schon die Möglichkeit gehabt, frühzeitig in Führung zu gehen. Hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Ortega hat dann auch ein paar Mal gut pariert. Und zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir uns dann schon ein bisschen selbst übertroffen in den Chancen auslassen. Sag ich mal, da hätten wir schon viel früher 1-2 oder 3-0 auch in Führung gehen können. Wir wussten auch um die Stärke von den Münchner, vor allem in ihren Offensivspielern. Aber ich muss sagen, das haben wir sehr, sehr gut im Griff gehabt. Und ich glaube, der Sieg, der ist mehr als hochverdient. Und gerade wie die Mannschaft das auch dann verpackt hat, dann mit 10 Mann weiterzuspielen, das muss mir ein höchstes Kompliment aussprechen. Und okay, gut, das Ding ist in der 90. gefallen, aber ein Spiel dauert halt mal so lange. Und wir sind da sehr glücklich drüber. Wermutstropfen ist natürlich noch, dass der Zille Kreuzbandriss hat und wird morgen schon operiert im Elisabethenkrankenhaus. Okay, gut, das war's von meiner Seite. Und ich glaube, man sieht dann, was jetzt beim Trainer passiert ist, wie unwichtig eigentlich der Fußball ist. Danke. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Einfach kurzes Handzeichen, das Mikrofon kommt. Herr Kleppinger, drei
drei Spiele, 9 Punkte, 3 Tore von Andrew Wooden. Was kann man denn über ihn sagen? Was zeichnet ihn aus und wie ist es zu erklären, dass er in den vorhergegangenen Stationen in Frankfurt, in Kaiserslautern keinen Stammplatz hatte und hier so wichtig ist? Ja, der Andrew hat ja auch leichte Anlaufprobleme gehabt, aber der Trainer hat den sehr gut im Griff. Er kennt ihn ja von Kaiserslautern auch, motiviert ihn sehr, sehr gut. Hat es in den letzten Spielen ja auch schon gezeigt, wie gut er die Bälle halten kann und dass er torgefährlich ist. Das wussten wir eigentlich und er hat es auch heute gut gemacht und auch dann auf der rechten Seite auch seine Leistung mehr als gut abgerufen. Der Präsident ist der Meinung, dass das heute stärkste Saisonleistung des SV Sandhausen war. Würden Sie sich dem anschließen und sagen, warum? Ja gut, ich glaube, wir haben vorher auch schon ein paar Mal gut gespielt. Haben halt bloß nicht den nötigen Ertrag rausgeholt. Aber wenn man die 90 Minuten zieht, dann war es dann heute schon mit eins der stärksten Spiele. Und wir tun ja auch die Spiele immer analysieren und wir sitzen auch immer lange zusammen, wie wir das dann angehen. Und heute hat es halt richtig gut funktioniert. Also, was mir aufgefallen ist, dass ihr relativ schnell umgeschaltet habt, dadurch viele Chancen kreiert habt. Haben Sie das auch so gesehen? Ja gut, wir haben ja auch die 60er per Video analysiert und haben da schon gesehen, dass sie nach vorne hin stark sind, dass sie schnell aufdrehen und nach vorne spielen wollen, aber dass sie im Umkehrschluss auch Probleme haben, umzuschalten und das war eigentlich unser Ziel gewesen, nach Balleroberung schnell nach vorne zu spielen und da Chancen zu kreieren. Platz 9 mit 10 Punkten, 2 Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Ist es jetzt, dass es Punkte sind, die man gegen den Abstieg sammelt? Oder sagen Sie, also wenn es gut läuft, wenn man ein bisschen Glück hat, dann sind wir durchaus so stark, um also mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben? Ja, ich glaube, dass schon unser Kader sehr stark ist und auch ausgeglichen ist, dass wir beide auch aufgestellt sind. Wir haben jetzt Pech, dass wir so viele angeschlagene Spieler hatten. Ich sage jetzt einmal meine Kevin Graz, der Tüte war lange verletzt, jetzt kommt der Zille wieder dazu. Aber man sollte ganz einfach ein bisschen demütig sein und sagen, wir brauchen die 40 Punkte und dann gucken wir ganz einfach, wie es weitergeht. Bis Freitag kehrt jemand zurück? Ich glaube, dass bis Freitag jetzt keiner zurückkehrt. Weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, morgen Pressekonferenz 13 Uhr für das Spiel gegen Braunschweig. Ihnen allen recht herzlichen Dank. Bleiben Sie sportlich. Gute Woche. Ja.